Frau Hartke, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Totschlags an Paul Lorenz, dem Lebensgefährten Ihrer Tochter. Und der Bruder des Getöteten nimmt hier als Nebenkläger an der Verhandlung teil. Frau Hartke, Ihr Vorname ist Gesine. Sie sind am 26. Februar 1965 in Gütersloh geboren, sind verwitwet. Sie haben eine Tochter namens Janina, die 20 Jahre alt ist. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Hausfrau. Seit dem 2. Oktober 2010 sind Sie in Bielefeld in Untersuchungshaft. Die Anklage, Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Nach dem Tod ihres Mannes hatte die Angeklagte nur noch ihre Tochter Janina. Als Janina sich in Paul Lorenz verliebte und im Sommer 2010 zu ihm zog, hatte die Angeklagte Angst, ihre Tochter zu verlieren, obwohl alle im selben Miethaus wohnten. Außerdem warf sie Paul Lorenz vor, ihre Tochter zu misshandeln. Am 1. Oktober 2010 machte die Angeklagte Paul Lorenz deshalb gegen 17 Uhr am Abgang zur Kellertreppe Vorwürfe. Sie geriet dabei so in Rage, dass sie Paul Lorenz die Betontreppe herunterstieß. Paul Lorenz erlitt einen tödlichen Genickbruch. Gesine Hartke wird daher wegen Totschlags angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Hartke, werden Sie Angaben zur Sache machen oder werden Sie schweigen? Ich war das nicht. Ich hatte nichts gegen Paul. Welche Mutter ist nicht froh, wenn die Tochter einen Freund gefunden hat, mit dem sie sich gut versteht? Und dann noch so einen sympathischen und zuverlässigen, einen Polizeibeamten. Ja, wenn sie sich denn wirklich gut mit ihm versteht. Ihre Tochter soll möglicherweise von Paul Lorenz geschlagen worden sein. Paul, ein Schläger? Nie und nimmer. Also jeder hier im Saal vielleicht, aber nicht mein Bruder. Weiß nicht, Herr Lorenz, das hat die Frau Moser anders gesehen. Sie hat es auch anders ausgesagt. Frau Moser ist eine Nachbarin aus diesem Haus. Die hat in der Wohnung gewohnt oder wohnt in der Wohnung, die direkt unterhalb der Wohnung ihres verstorbenen Bruders liegt. Und die hat uns auch erzählt, dass die Tochter der Angeklagten am 1. Oktober 2010 ein blaues Auge hatte. Ja, aber nicht von Paul. Woher hatte sie das denn? Ja, mein Gott, weil sie sich gestoßen hat. Und der Moserschen, der dürfen Sie schon mal gar nichts glauben, ja? Die ist einfach nur frustriert, weil sie keinen Mann abbekommt und gönnt anderen Leuten überhaupt gar nichts. Mein Mann und mir hat die sogar mal die Polizei ins Haus geschickt. Wegen nix und wieder nix. Ja, und dann hatte sie Paolo und Janina auf dem Kieker, obwohl die einfach nur glücklich waren. Verhalten Sie mal zu Beweismitteln. Das sind hier Ihre Gartenschuhe. Die hat die Polizei in der Mülltonne der Wohnanlage gefunden. Und was man an diesen auch hier unten sieht, das ist Blut. Und zwar Blut von Paul Lorenz. Das heißt, er hat sich nicht nur das Genick gebrochen auf der Treppe, sondern er hatte auch eine schwere Kopfverletzung, die sehr, sehr geblutet hat. Das heißt, jemand ist dann mit Ihren Schuhen durch das Blut des Getöteten gelaufen. Hat außer Ihnen diese Schuhe jemand benutzt? Scheinbar schon, aber ich wusste von nichts. Ich wollte mir gerade das Essen zubereiten, als auf einmal die Polizei vor der Tür stand. Also die Schuhe haben ja in einem unverschlossenen Keller gestanden. Die hätte sich im Grunde jeder nehmen können. Auch die Ehefrau des Getöteten, von der er sich ja getrennt hatte. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit oder was? Wollen Sie jetzt auch noch in meiner Familie wühlen oder wie? Da vorne sitzt schon die Richtige, keine Sorge. Warum sind Sie plötzlich so sensibel, Herr Lorenz? Also ich meine, Ihre Schwägerin hatte Ihren Bruder doch betrogen, oder? Das war ein einmaliger Seitensprung, ja? Und er hat ihr danach auch wirklich leid getan. Und abgesehen davon, die beiden waren 11 Jahre zusammen. Da eskaliert das Ganze doch nicht so wegen einem blöden Seitensprung. Also ich sag mal, Ihr Bruder hat das vielleicht anders gesehen. Er hat sich zumindest eine eigene Wohnung genommen. Und zwar genau 2 Etagen über der Wohnung, wo die Mandantin mit ihrer Tochter und ihrem verstorbenen Ehemann 20 Jahre lang gewohnt hat. Und ich gehe davon aus, dass Ihre Schwägerin ihren Ehemann, also ihren Bruder jetzt konkret, wiederhaben wollte. Bloß, der wollte einfach nicht mehr zurück. Und das hat er ihr wahrscheinlich auf dem Treppenabsatz ganz klipp und klar gesagt. Ja, und den Rest können wir uns denken, was dann passiert ist. Das kann ich mir auch vorstellen. Der Paul, der war so verknallt in die Janina, der konnte es auch mit der Scheidung gar nicht mehr abwarten. Und das würde er ihr auch ordentlich unter die Nase gerieben haben. Klar, dass du sowas sagst. Noch Fragen an die Angeklagte derzeit? Nein, danke. Dann möchte ich mal gleich mit dem Bruder des Getöteten anfangen. Sie nehmen bitte neben Ihrer Verteidigung einen Platz. Und Sie, Herr Lorenz, doch hier vorne. Und Sie sind ja als Nebenkläger an der Verhandlung beteiligt. Aber solange Sie hier Zeuge sind, müssen Sie die Wahrheit sagen. Sonst machen Sie sich strafbar. Wobei man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber oder nahe Angehörige, wozu auch eine Schwägerin gehört, eine Straftat bezichtigen müsste. 55. Herr Lorenz, Ihr Vorname ist Ule. Sie sind 30 Jahre alt und wohnen in Bielefeld. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Koch. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Das ist richtig, ja. Herr Lorenz, Sie haben Ihren Bruder am 1. Oktober 2010 gefunden, aber helfen konnten Sie ihm da nicht mehr. Er hatte sich das Genick gebrochen und war sofort tot. Wollten Sie etwas Bestimmtes an dem Tag von ihm? Na, ich wollte ihm die neue Herbstkarte bringen aus dem Restaurant, in dem ich arbeite. Und ihn auch gleich zum Essen einladen.
Ich bin dann halt mit dem Fahrrad hingefahren und habe das Rad im Keller abgestellt. Das habe ich immer so gemacht, wenn ich Paul besucht habe. Deswegen hatte ich an dem Tag auch kein Licht angemacht, weil ich kenne ja schließlich den Weg. Aber als ich dann die Kellertreppe hochwollte, bin ich halt beinahe über irgendwas gefallen. Deswegen habe ich das Licht angemacht und dann sehe ich, das ist Paul. Ja, also mein Bruder liegt da mit dem Kopf in einer riesigen Blutlache, die Augen starr und aufgerissen. Das ist nicht einfach, das zu schildern, das weiß ich auch. Nur wir müssen es haben. Haben Sie noch jemand im Keller gesehen? Im Keller nicht. Ich habe in dem Moment auch wirklich nur an Krankenwagen und Notarzt gedacht, aber ich hatte kein Handy dabei. Also wollte ich hoch ins Erdgeschoss und da dann halt gleich klingeln. Und als ich oben ankam, konnte ich gerade noch sehen, wie sie da... Bitte? Ja, die Treppe hochgerutscht und in ihrer Wohnung verschwunden ist. Wie bitte? Ja, so ist es. Weißt du überhaupt, was du mir antust, wenn du hier solche Lügen erzählst? Was spinnst du? Jetzt erzähle ich dir mal was. Ja, wir, meine Schwägerin Melanie und ich, wir haben auch kein normales Leben mehr. Also komm jetzt bloß nicht so. Bitte. Ihr Bruder hat ja mit der Tochter der Angeklagten seit Juni 2010 zusammengelebt. Hat er mal davon gesprochen, ob er und die Tochter der Angeklagte ob sie Probleme gehabt haben untereinander? Ja, davon hat Paul allerdings mehr als genug mitgekriegt. Gesine, ja, die hat sich so dermaßen an ihre Tochter geklammert, das war schon nicht mehr normal. Blödsinn, wir haben einfach eine enge Beziehung, mein Kind ja, und ich. Ja, Mutter-Tochter-Beziehung oder wie? Trotzdem hättest du nicht 5, 6, 7 Mal am Tag bei den beiden anrufen müssen. Herr Lorenz, eine Nachbarin, die unmittelbar unter der Wohnung ihres Bruders lebt, hat bei der Polizei ausgesagt, dass sie sich vorstellen kann, dass ihr Bruder Janina misshandelt hat. Halten Sie das für möglich? Das ist sowas von ausgeschlossen. Wollen Sie jetzt auch noch auf den Zug aufspringen oder wie? Ich meine, die Angeklagte hat doch vorhin selber gesagt, dass diese komische Nachbarin da lügt. Ich hatte sowieso überhaupt gar keine Probleme mit Paul. Und außerdem, mein Freund, habe ich gedacht, dass du Janina magst. Und dass du glücklich gewesen bist darüber, dass Paul mit meinem Kind so glücklich war. Und außerdem, das wollte ich dir sowieso gesagt haben, ja, du hättest dich dafür einsetzen müssen. Du, dass Janina hätte zu Pauls Beerdigung kommen dürfen. Jetzt ist Paul tot, ich bin im Gefängnis und dann das. Melanie wollte das halt nicht. Hat Melanie, also die Ehefrau ihres Bruders, hat sie das der Janina selber persönlich gesagt, dass sie auf der Beerdigung unerwünscht ist? Nee, das sollte ich machen. Ich habe Janina dann angerufen. Und ich habe mich wirklich nicht wohl bei der Sache gefühlt. Aber auf der anderen Seite, es wäre ja nun mehr als unpassend gewesen, wenn ausgerechnet die Tochter der Frau am Grab steht, die Paul... Also ich habe einen Zweifel damit, ob Sie Ihrem Bruder damit einen Gefallen getan haben. Also nochmal, das Verhältnis zwischen meiner Mandantin und Ihrem Bruder war vollkommen normal, ja? Und man lädt auch jetzt nicht irgendwelche Leute zum Spieleabend ein, die einem unheimlich auf den Nerv gehen. Gott sei Dank haben wir ja einen Beleg dafür, wie das Verhältnis zwischen den beiden war. Ich will den an der Stelle mal vorspielen. Die Verteidigung bezieht sich auf einen Anruf Ihres Bruders. Das war am 25. September. Da hat er auf den Anrufbeantworter gesprochen. Hallo Gesine, bist du da? Na, ihr braucht gleich keinen Federweißer mit hochzubringen. Habt bestimmt genug zu tun mit dem Zwiebelkuchen. Ich habe noch einen Karton mitgebracht. Bis gleich, wir freuen uns. Das war also eine Woche vor dem Tod ihres Bruders. Nach einem schwierigen Verhältnis zwischen ihrem Bruder und seiner, ich weiß nicht, Schwiegermutter in Spee oder wie auch immer, klingt das jedenfalls nicht. Und wissen Sie zufällig Näheres über diesen Spieleabend und wer da diese vierte Person gewesen ist? Ja, ja, Paul hat mir von dem Spieleabend erzählt. Und am Anfang soll das auch wirklich nett gewesen sein. Also mit Gesine und Rainer, Gesines Lebensgefährten. Ah, das war die vierte. Mhm. Aber irgendwann ist die Stimmung dann halt trotzdem gekippt. Hat Ihr Bruder Ihnen dazu was Näheres erzählt oder wissen Sie, was hat er Ihnen erzählt? Paul ist dann wohl irgendwie auf das Thema gekommen, woran Janinas Vater damals eigentlich gestorben ist. Und das ist dann wohl die absolut falscheste Frage gewesen, die er hätte stellen können. Ach, du warst doch überhaupt nicht dabei. Ach, aber Frau Hartke, wieso ist das denn so? Warum kann man da in der Familie nicht drüber sprechen? Ich habe halt erzählt, dass Heinz seit Jahren schwer leberkrank gewesen ist. Und in der letzten Zeit ging es ihm dann halt gar nicht gut. Und im September 2008 ist er dann ganz plötzlich verstorben. Paul hat dann Aha gesagt und wir haben alle weitergespielt. Aha. Ja. Also zu mir hat er gesagt, ein Gutes hätte die ganze Sache wenigstens gehabt. Die Olle hätte nicht einmal mehr bei den beiden angerufen. Wortwörtlich. Frau Hartke, dann muss das doch irgendetwas Bestimmtes in Ihnen ausgelöst haben, dass die Sprache auf Ihren verstorbenen Mann kam. 2 Jahre ist das Ganze her. Was ist das denn, was Sie da noch nicht verarbeitet haben? Irgendwas ist da doch. Da gab es nichts Besonderes zu verarbeiten.
Außer, dass mein Mann viel zu früh verstorben ist. Er war gerade mal 50. Meine Ehe, die war nicht schlechter als die von irgendjemandem sonst. Weiß ich nicht so ganz. Diese Nachbarin, wir werden sie aber auch noch kennenlernen, hat jedenfalls bei der Polizei auch was zu ihrer Ehe gesagt. Nämlich, dass auch sie von ihrem Mann geschlagen worden seien. Das stimmt doch gar nicht. Aber Ihre Reaktion an dem Spieleabend würde gut zu der Aussage passen. Also im Gegensatz zum Zeugen Lorenz war meine Mandantin am Spieleabend dabei. Noch Fragen an den Zeugen Lorenz. Danke, und deshalb sitzt er hier vorne. Dann möchte ich mit der Tochter der Angeklagten fortsetzen. Janina hat Gebitte. Und Sie nehmen an der Seite wieder Platz als Nebenkläger. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Hart, bitte nehmen Sie doch Platz. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Janina, Sie sind 20 Jahre alt und wohnen in Bielefeld. Zurzeit wieder in der Wohnung meiner Mutter. Was sind Sie vom Beruf? Ich mache eine Ausbildung als Altenpflegerin. Als Tochter der Angeklagten haben Sie ein Zeugenverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen, nur schweigen, es ist Ihre Entscheidung. Und 55, man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Wollen Sie aussagen? Ich möchte aussagen, denn ich weiß, dass meine Mutter unschuldig ist. Frau Hanke, ich frage Sie direkt, hat Paul Lorenz Sie geschlagen? Nein, niemals. Wenn Sie Paul gekannt hätten, dann wüssten Sie das auch. Er war einer der liebevollsten Menschen, die ich je gekannt habe. Und wenn ich mich jetzt so an ihn erinnere, fällt mir als erstes ein, dass er am Morgen beim Aufstehen noch gesagt hat, dass der Herbst ist und das ist seine Lieblingsjahreszeit, müssen Sie wissen. Und ja, deswegen bin ich auch rausgegangen und habe Blätter gesammelt, um die Wohnung zu dekorieren, um ihn zu überraschen, damit er sich einfach freut. Und als ich dann zu Hause ankam, war er tot. Nur an dem Tag, als Paul Lorenz gestorben ist, hatten Sie ein blaues Auge. Woher? Ich hatte am Vormittag frei und ich war joggen. Und dabei bin ich dummerweise gegen einen Ast gelaufen. Ich werde nie verstehen, warum Frauen gewalttätige Männer in Schutz müssen. Sie laufen doch nicht mit geschlossenen Augen durch den Park. Sehen Sie mal, wenn da ein Ast gewesen wäre, dann hätten Sie doch auch Kratzspuren am Auge haben müssen. Sehen Sie es da auf dem Foto? Da sind keine. Gut, lassen wir das. Stellen wir das mal kurz zurück. Frau Vorsitzende, oder Janina, sagen Sie mir doch mal, Sie sind so oft mit Sonnenbrille aus dem Haus gegangen, hat uns die Nachbarin erzählt, auch wenn die Sonne überhaupt nicht geschienen hat, weit und breit nicht. Warum? Hatten Sie da auch ein Hämatom am Auge, das Sie verdecken mussten? Erstmal, Paul hat mich nicht geschlagen. Und es ist ja wirklich schön und gut, wenn die Nachbarn im Haus sich umeinander kümmern. Ja. Aber das geht wirklich zu weit mit diesen Anschuldigungen. Sehen Sie mal her. Was wollen Sie uns denn jetzt zeigen? Hier, diese Sonnenbrille, von der reden Sie. Und die meinte auch Frau Mosler, als sie Ihnen wahrscheinlich davon erzählt hat. Und zwar, das war die Sonnenbrille, das war das Erste, was Paul mir geschenkt hat. Und ich habe mich einfach so darüber gefreut, dass ich es jeden Tag mit mir rumgetragen habe und es immer auch noch tue. Und sie auch immer aufsetze, wenn annähernd nur die Sonne scheint. Also er hat mich nicht geschlagen. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Er ist ja immerhin 13 Jahre älter als Sie gewesen. Im Fahrstuhl, als ich gerade Backzeitungen so ein bisschen rumgeblättert habe und geguckt habe. Und da stieg er gerade ein und sah, dass ich diese las und meinte, oh, da kann ja wohl jemand backen. Und er könne sich gar nicht mehr daran erinnern, wann für ihn jemand zuletzt einen Kuchen gebacken hat. Und das hat er einfach so lieb und nett gesagt, dass ich, als ich oben war, gleich einen Apfelkuchen für ihn gebacken habe und ihm den vor die Tür gestellt habe und ein Zettel dazu gelegt habe mit der Schrift heute drauf. Und das ist nett. Wie hat sich dann die Beziehung weiterentwickelt? Als wir uns dann das nächste Mal getroffen haben, hat er mich auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen bei ihm eingeladen. Und von da an haben wir uns regelmäßiger getroffen. Hat er Ihnen gleich gesagt, dass er noch verheiratet ist und dass er sich gerade von seiner Ehefrau getrennt hatte? Ja, schon beim ersten Treffen. Und wie hat Ihre Mutter das aufgenommen, dass da auf einmal nun ein Mann in ihr Leben zu treten drohte, wenn ich es mal so formulieren darf? Die hat sich unglaublich gefreut, denn die wusste ja, wie liebevoll Paul mit mir umgeht. Und die Freude hielt bei Ihrer Mutter auch an, als Sie im Juni 2010 dann bei ihr ausgezogen sind und bei dem Paul Lorenz im selben Haus eingezogen? Ja, sie hat sich sehr gefreut, denn sie meinte, andere Mütter könnten sie ja nur darum beneiden, dass die Tochter einen Mann findet, der im selben Haus wohnt wie sie. Janina, was redest du denn da? Ich meine, die ist euch doch total auf die Nerven gegangen. Ole, ich war 18, als mein Vater gestorben ist, da ist die Welt für mich zusammengebrochen. Und meine Mutter und ich, wir sind ein eingespieltes Team. Und nur Paul, der hat das verstehen können.
Und wieso wollte Paul sich dann nach Bayern versetzen lassen? Doch nur, um von der Frau da wegzukommen. Das ist doch gar nicht wahr. Das war doch alles abgesprochen. Rainer und ich haben doch damals schon nach zwei Familienhäusern geschaut. Das war sonnenklar, dass wir mitgehen nach Bayern. Hat Ihr Bruder Ihnen nicht erzählt, dass es dann ein kompletter Umzug wird, also mit Muttern und Freunden? Doch, das hat er mir erzählt. Und er war alles andere als begeistert davon. Erzähl's doch Unsinn. Eine Nachbarin, es geht immer noch um die ganz besagte Dame Moser, hat bei der Polizei gesagt, dass die Ehe ihrer Eltern gar nicht so gut gewesen sei. Im Klartext, ihr Vater habe ihre Mutter geschlagen. Mein Vater war leberkrank. Natürlich ging es ihm da nicht jeden Tag gut. Und meine Mama, die hat sich unglaubliche Sorgen gemacht. Frau Hartke, das war doch nicht alles, wovor Ihre Mutter Angst hatte, oder? Mein Vater hat meiner Mutter und mir nie was angetan. Er war wirklich ein guter Mann. Er war im Grunde genau wie Paul. Und ich wünschte, die beiden hätten sich je kennengelernt. Hat Ihr Vater Sie jemals geschlagen? Nein, natürlich nicht. Hat er Ihre Mutter geschlagen? Mein Freund, der ist tot. Meine Mutter sitzt unschuldig im Gefängnis. Und ich muss nur irgendwelche Fragen beantworten, weil eine Nachbarin sich einfach irgendwas ausdenkt und Lust auf Klatsch und Tratsch hat. Das kann ich nur bestätigen. Frau Hartke, haben Sie mitbekommen, wie Paul Lorenz Ehefrau es eigentlich aufgenommen hat, dass Sie mit ihm zusammen in einer Beziehung gelebt haben? Nicht gut, gar nicht gut. Wie hat das ausgesehen? Was stelle ich mir darunter vor? Nicht gut? Zwei Tage, nachdem ich eingezogen war, stand sie vor der Tür und meinte, sie will mit Paul reden und hat mich erst mal angeguckt wie ihr Dienstbote und auch so mit mir gesprochen. Und als sie Paul dann sah, ist sie durchmarschiert, hat mich sozusagen an die Wand gedrückt und meinte zu Paul, wann er denn wiederkomme und mit seinen Mätzchen aufhöre. Und dabei hat sie ihn so angeflirtet. Total peinlich. Wie hat Paul Lorenz reagiert? Ihm war das natürlich total unangenehm und meinte, sie soll gehen. Und dann ist sie total hysterisch geworden und hat mich angeschrien und meinte zu mir nur, was mir denn einfällt, ihr den Mann wegzunehmen. Daraufhin war Paul wohl oder übel gezwungen, sie aus der Wohnung rauszuschmeißen. Noch Fragen an die Zeugin Hartke? Nein. Nein, danke. Dann möchte ich mal mit dieser Nachbarin fortsetzen. Angelika Moser, bitte. Und Sie nehmen bitte erstmal an der Seite Platz. Bleibt unvereidigt. Frau Moser, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Es war ja klar, dass du hier auftauchst. Sie taucht deshalb auf, Frau Hartke, weil ich Sie als Zeuge geladen habe. Und ich möchte den Zeugen nicht raten, nicht aufzutauchen, wenn ich Sie denn geladen habe, sonst suche ich Sie. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, Frau Moser, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Angelika ist Ihr Vorname, Sie sind 52 Jahre alt, wohnen in Bielefeld. Was sind Sie von Beruf? Friseurmeisterin. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Frau Moser, wie kommt es, dass Sie so gut darüber Bescheid wissen, was in der Familie hat, so alles los gewesen ist? Ja, also Gesine und ich, wir waren viele Jahre befreundet. Bis damals der Zwischenfall war, da hat sie dann alles abgebrochen. Aber unsere Wände im Haus, die sind nicht sehr dick. Man hört vieles. Um was ist es damals gegangen? Das weiß ich nicht. Ich wollte nicht zu denen gehören, die dann sagen, man hätte doch die Polizei holen können, wenn wieder ein Mann seine Frau totgeschlagen hat. Ich habe gleich gehandelt. Warum hatten Sie damals den Eindruck, dass die Polizei der Angeklagten helfen muss? Es war schon ein bisschen länger her. Der Heinz, das war ein ganz charmanter. Der gehörte zu meiner Stammkundschaft im Friseursalon. Und der wusste auch, dass man einer Friseurmeisterin auch mal ein Trinkgeld geben kann. Nie immer nur den jungen Dingern. Aber dann hat er sich mit einmal irgendwie verändert. Er kriegte so einen komischen Zug um den Mund. Also Heinz Hartke war ja zuletzt krank. Können Sie das vielleicht ein bisschen präziser beschreiben? Das kann ich sagen. Der Zug, der war richtig brutal geworden und auch richtig aggressiv. Und einmal ist eigentlich passiert, da war ich unten an der Mülltonne, da hat er den Müll aus der Mülltonne wieder rausgenommen und mir richtig vor die Füße geschmissen. Ja, warum denn auch? Weil du den Sperrmüll bestellen solltest, wie jeder andere auch. Quatsch, darum ging es überhaupt nicht. Es war da, der war so verrückt geworden, als ich den gefragt habe, warum es bei euch oben gepoltert hat. Da hat er mich angebrüllt und hat da rumgetobt und hat mit einmal dann gesagt, ich sollte mich um meinen eigenen Mist kümmern. Was war da damals los bei Ihnen, Frau Hartke?